Amram om nant gebittel. Ich sag die Wahrheit in Christus. Ich lieg net und mag gewisse gebt mi hart Zeugnis in der Heilige Geist, dass ich große Betriebnis und Schmatz und Aufhörde hab in mein Herz. Für ich kennt mich wünschen für verflucht sein von Christus, für mein Bruder, meine Freundschaft noch im Fleisch. Wo Israeliter sind, zu wem die Kindschaft hat und die Heiligkeit und die Bunde und die Gesetzbegebungen im Gottesdienst und die Versprechungen. Ihr sind die Vorväter, und von wem es Christus kommen ist noch im Fleisch, der wo ihr alles ist, Gott glaubt für immer. Amen. Nicht, dass wenn das Wort Gottes nicht Holt genommen hat, für sie sind nicht all Israel, wo von Israel sind. Und nicht, weil sie der Samen von Abraham sind sie all Kinder, aber in Isaac soll der Samen genannt sein. Selle, wo die Kinder vom Fleisch sind, selle sind nicht die Kinder von Gott, aber die Kinder von der Versprechung sind gezählt für der Samen sein. Für das ist das Wort von Versprechung. An der Zeit soll ich kommen und die Sarah soll den Sohn haben. Und nicht ich selle, aber wo die Rebecca auch schwanger war, ist bei ihm, bei unserem Vorvater der Isaac, für die Kinder war er noch nicht geboren und hat nichts Gutes oder Letztes gedacht hat, so ist die Fortsetzung von Gott steht noch rausrufen, nicht von Werken, aber von ihm, wo berufen tut. Es war gesagt zu sie, der Elch zählt der Jüngstiener. So wie es geschrieben steht, der Jakob habe ich geliebt, aber der Esau habe ich gehasst. Was sollen wir dann sagen? Ist eine Ungerechtigkeit mit Gott? Kein Weg. Für er sagt zu Mose, ich zähle barmherzig sein, zu wem er sich barmherzig sein will, und ich zähle mich erbarmen, zu wem er sich mich erbarmen will. So dann ist es nicht von selber, wo will, oder von ihm es springt, aber von Gott, wo Barmherzigkeit wärst. Für die Schrift sagt zum Voraus, für das selbe Vorsatz habe ich dich aufgesetzt, so dass ich mehr Macht wesen möchte in dich, und so ist mein Name, der ich die ganze Art verkündigt werden möchte. So dann hat er Barmherzigkeit, zu wem er sich barmherzig sein will, und wenn es er will, du darfst verharren. Du sagst dann zu mich, für was du da dann Schuld finde? Für wer hat gegen sein Wille gestanden? Aber nee, o Mensch, wer bist du, das Trickschwätzt gegen Gott? Soll die Sache, was gemacht ist, zu ihm sagen, was gemacht hat, für was hast du mich gemacht wie das? Hat nicht der, wo er dich tschau macht, die Macht über der Klee, für aus der selben Glumbe ein Koppli machen zu er und ein anderes zu uner? Was, wenn Gott sein Zahnwesen hat wollen, und für seine Kraft gewissen machen, hat mit viel Geduld aufgedauert, mit die Koppeln von Zahn Gericht zu Verderbnis. Und so ist er die Reichheit von seiner Heiligkeit bekannt machen möchte auf die Koppeln von Barmherzigkeit, wo er die Vorgerichtkeit hat zur Heiligkeit, nämlich uns, wo er gerufen hat, nicht von den Juden, aber auch von den Heiden. So wie er auch sagt in Hosea, ich zähle selle mehr Leid hese, wo nicht mehr Leid waren, und es mehr Geliebte, wo nicht geliebt war. Uns zählt vorkommen, als an der Platz, wo es gesagt war zu ihnen, die sind nicht mehr leid, da zählen sie die Kinder von einem lebendigen Gott gewesen sein. Der Jesaja ruft an als wie Israel. Even wenn der Name von den Kindern Israel ist wie der Sand vom See, zählt doch ist ein kleiner Trupp selig werden. Für ich zähle die Arbeit fertig machen und das Katz schneiden in Gerechtigkeit, weil ein Katz Werk zählt der Herr machen auf die Erde. Und so wie der Jesaja gesagt hat davor, und als der Herr Sabaoth hat uns nicht in Samen gelässt, werden wir gewesen wie Sodom und werden gemacht wie Gomorra. Was sollen wir dann sagen? Wir sagen, dass die Heide, wo nicht Gerechtigkeit nachgegangen sind, haben die Gerechtigkeit gelangt. Soll es die Gerechtigkeit, wo von der Glaube ist. Aber Israel, wo das Gesetz von Gerechtigkeit nachgegangen sind, haben das Gesetz von Gerechtigkeit nicht gelangt. Für was so? Weil sie haben es nicht gesucht, der Glaube. Aber wenn es gewusst werde, ich die Werke vom Gesetz, für sie haben gestolpert an der Stolper stehen. So wie es geschrieben steht, Gugget, ich lege in Zion an Stolper stehen und in Felsen von Eiernis. Und wer was glaubt an ihn, zählt nicht verschont werden.